Corona-Facts mit Frey. Patrick, die Fallzahlen steigen wieder, zum Teil beträchtlich. Stehen wir vor der fünften Welle trotz Impfung? An was liegt das? Die Fallzahlen steigen wirklich wieder an. Ich habe das leider in früheren Episoden auch vorhergesagt, dass mit der kälteren Jahreszeit die Fallzahlen wieder deutlich hochgehen werden. Aber ich bleibe meinem Grundsatz treu. Ich sage nicht, dass jetzt die fünfte Welle kommt, auch wenn ich es für wahrscheinlich halte, weil eine Welle bedeutet, dass die Virenausbreitung außer Kontrolle gerät. Das bedeutet, das Contact Tracing funktioniert nicht mehr vernünftig. Das kann niemand mit Sicherheit vorhersagen. Aber ich bin mir sicher, die Fallzahlen werden deutlich ansteigen. Du hast ja in früheren Sendungen auch schon darüber geredet. An was liegt das? Wieso steigen jetzt wieder die Fallzahlen an? Und eben, trotz Impfung. Ja, da haben wir wirklich schon mal geredet drüber. Jetzt sind wir schon wieder vor einem erneuten Anstieg und es gibt mehrere Gründe. Die Impfrate ist zu tief in der Schweiz. Die Impfung ist einfach betrachtet eine Schutzmaßnahme. Und die Impfung betrifft ja nicht nur einem selber, sondern in diesem konkreten Fall ist es eben so, dass man, wenn man überhaupt merkt, dass man erste Symptome hat, dann hat derjenige bereits ungefähr die Hälfte von anderen Personen angesteckt. Und die andere Hälfte steckt er erst dann an, wenn er da überhaupt die Symptome spürt, das erste Mal. Das bedeutet, wenn jemand, der nicht genesen ist, der nicht geimpft ist, der nicht getestet ist, in einen Innenraum geht, dann muss er damit rechnen, dass er andere Menschen ansteckt, unbewusst und ungewollt. Ich höre schon wieder die Impfgegner, die natürlich dann argumentieren, ja, wir haben es schon immer gewusst, die Impfung bringt gar nichts. Ich finde, das Schwarz-Weiß-Denken ist in dieser Pandemie nicht gut, ist nicht empfehlenswert. Deshalb habe ich nie zu denjenigen gehört, die sagen, das Impfen löst alles oder das Impfen hilft nichts. Die Impfung hilft sehr gut gegen das Risiko zu versterben. Es hilft sehr gut gegen eine sehr schwere Erkrankung, also Intensivpflege. Sie hilft gut gegen eine schwere Erkrankung, Spitaleinweisung. Aber sie hilft eben nicht so gut wie erhofft gegen Ansteckbarkeit und Infektiosität. Und auch die Spitaleinweisungen gehen langsam runter. Mit den mRNA-Impfstoffen anscheinend weniger stark als zum Beispiel mit AstraZeneca, aber sie gehen auch runter. Aber die Impfung ist eine Schutzmaßnahme, aber nicht eine hundertprozentige. Und du hast ja gesagt, die Ansteckungsgefahr hängt ja auch damit zusammen, wie viele Personen geimpft sind. Und es hängt natürlich auch darauf an, davon ab, was für ein Virus ist es. Also zum Beispiel, wenn dann eine Durchseuchungsrate, früher war es, glaube ich, mal irgendwie so 66%, die erforderlich war, damit sich der Virus nicht weiter ausbreiten kann, also auf gleichem Niveau bleibt, aber das ist ja jetzt mit diesen neuen Varianten ist das bedeutend höher, oder? Da müsste man wieder eine höhere Impfrate haben als bisher. Das ist richtig. Man redet da von knapp 90%, aber es stimmt eben nicht, dass es nur die Impfrate ist, weil ja ein Teil der Geimpften auch ansteckbar und infektiös ist. Und weil der Schutz ja mit der Zeit abnimmt. Deshalb ist es absolut illusorisch zu glauben, wir könnten eine Herdenimmunität erreichen. Spätestens mit der Delta-Mutante ist völlig illusorisch. Es kann ja niemand erwarten, dass wir alle halbe Jahre oder jedes Jahr wieder uns nachimpfen lassen, wegen der Infektiosität und Ansteckbarkeit. Das kann ja nicht
der Sinn und Zweck sein, weil wir haben die Pandemie auf der ganzen Welt. Wir reden von der dritten Impfung und in vielen anderen Ländern, da suchen sie händeringend nach Impfstoffen. Und was nützt uns dann, wenn wir die dritte Impfung haben und dann nachher kommt die nächste gefährliche Mutation, entsteht irgendwo in einem Land und durch die hohe Mobilität ist es eine Frage von Monaten, dann kommt die Mutante auch in Europa an, sofern sie ansteckender ist als die jetzt vorherrschende. Und deshalb ist das nicht nur eine Frage des Landes und des, eines Kontinents, sondern wir haben es hier mit einer weltweiten Pandemie zu tun. Und eben 90% ist ja eine sehr hohe Impfrate, die oder eine Durchseuchungsrate, die da sein müsste. Jetzt geht es ein bisschen in die Richtung, in dem Amerika beschlossen hat, dass auch Kinder, glaube ich, bis 5 Jahre geimpft werden können. Und trotzdem wird man wohl diese 90% nicht bekommen, auch wenn man die Kinder bis 5 Jahre impft. Genau, weil eben der Impfschutz auch wieder zurückgeht. Es ist nur ungefähr, ja, sagen wir mal, 95% nach einer Impfung sind geschützt gegen Ansteckung und Infektiosität. Und dieser Prozentsatz geht dann eben relativ bald, also innerhalb von wenigen Monaten, deutlich zurück. Und es ist damit zu rechnen, dass die zukünftigen Mutanten, dass da die Wirkung der Impfstoffe weniger hoch sein wird. Weil das Virus wehrt sich, das hat eine Abwehrstrategie gegen Impfstoffe. Genau, also das ist eben auch etwas, was wichtig ist. Viele sagen, ja, zukünftige Mutanten werden immer ungefährlicher. Quasi das Virus, das Genom des Virus, das möchte ja nicht den Wirt töten. Ich warne vor dieser Erwartungshaltung. Das kann schlichtweg niemand sagen. Das ist ein Wunschdenken. Wenn man sich die Viren anguckt, ist es beileibe nicht so, dass jedes Virus mit zunehmender Dauer ungefährlicher wird für den Wirt. Das ist dem Virus nämlich relativ egal. Das Virus bleibt eine bestimmte Anzahl Tage in einem Körper drin, bevor es dann bekämpft wird oder der andere stirbt. Und dann mutiert das Virus in erster Linie durch Kopierfehler oder wenn es angegriffen wird. Und deshalb ist es besonders gefährlich, je höher die Inzidenz ist, desto mehr Ansteckung gibt es und desto mehr Fälle hat das Virus, wo es sich eben mutieren kann durch Kopierfehler, weil es einfach mehr Viren gibt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine superresistente Mutante entstehen kann, entsprechend höher. Und der Punkt 2 ist, wenn ich eben Menschen habe, die das Virus nicht so gut bekämpfen können, dann bleibt es länger im Körper, bis es wirklich abgewehrt ist und dann wird es angegriffen und dann hat das Virus mehr Zeit, eine Fluchtmutation bilden zu können oder Escape-Mutation. Und was ja das Gefährlichste ist, wenn es eine noch resistentere Mutante gibt. Bei Antibiotika zeigt sich ja auch, wenn man da die Behandlung frühzeitig abbricht, dann werden nicht alle Bakterien abgetötet. Das heißt, die Stärksten, die überleben dann immer noch und das führt dazu, dass dann eine Resistenz entsteht. Und das ist beim Virus ja eigentlich ganz ähnlich dann. Genau, so ist es. Das heißt also, die Impfung ist weder ein Allerheilmittel, was uns alles löst und wir nachher wie in der Vor-Corona-Zeit ganz normal leben können, nur mit der Impfung. Das ist es leider nicht. Aber die Impfung hilft sehr stark bis stark gegen sehr schwere oder schwere Erkrankungen. Und das ist eine große Hilfe. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, dann ist die Anzahl der Ansteckung völlig unbedeutend, völlig unwichtig. Hauptsache, man kommt nicht ins Spital. Aber dann kommt eben, was ich vorher gesagt habe, dann steigt das Risiko, dass ich eine superresistente Mutante kriege, weil die Anzahl Fallzahlen zu hoch sind und es eben Kopierfehler gibt beim Vervielfältigen dieses Virus.
Und das ist eben genau das Problem. Kann ich einfach sagen, jetzt ist die Pandemie beendet, nur weil die Spitäler weniger Patienten haben, Covid-Patienten. Machen wir ein bisschen ein, dann ist das Virus Gott gegeben, wir müssen mit ihm zu leben verstehen, quasi wie so eine, die sieben biblischen Plagen in Ägypten, wir haben jetzt unsere eigene, können wir gar nichts machen? Oder was können wir machen? Was bleibt uns übrig? Ich glaube, wichtig ist, nachdem wir jetzt dreimal oder viermal das Gefühl hatten, die Pandemie ist zu Ende, sollten wir vielleicht jetzt mal doch ein bisschen das Ganze in verschiedenen Szenarien betrachten und sollten jetzt mal realisieren, dass es eben mehrere Szenarien gibt und niemand kann vorhersagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und das ist genau die Schwierigkeit. Für mich herrscht so viel Wunschdenken und in der nächsten Welle, ich sage es jetzt trotzdem, sind wir wieder überrascht und zu wenig gut vorbereitet. Und das ist einfach das, was ich nicht verstehen kann. Weil das ist nämlich ein weiterer Grund, wieso die Fallzahlen wieder ansteigen, weil es wird einem das Gefühl gegeben, ja, jetzt ist dann die Pandemie vorbei, wir müssen jetzt nicht mehr so aufpassen, wir haben jetzt eine Impfrate und wir haben die Zertifikate und damit kann ich wieder machen, was ich will, wie in der Vor-Corona-Zeit. Das geht so leider wahrscheinlich oder zumindest in der nächsten kalten Jahreszeit noch nicht. Und niemand sagt, ob das dann im nächsten Winter, also im übernächsten Winter, auch wieder so sein wird. Also muss man doch mal gewisse Dinge akzeptieren. Also ich habe jetzt nicht alle Gründe genannt, wieso die Fallzahlen hochgehen. Aber eines ist die Impfrate, zweitens, man hat das Gefühl, die Pandemie ist vorbei. Jetzt mit der Impfung, dem Zertifikat kann ich erlauben, was ich wieder, kann ich wieder machen, was ich will. Es gibt noch viele andere. Die Tests sind nicht so wirksam, wie sie sollten, es wird zu wenig getestet und so weiter und so fort. So wichtig ist mir jetzt, es braucht eine Langzeitstrategie. Endlich mal eine Langzeitstrategie. Es kann ja nicht sein, dass wir illusorischerweise das Gefühl haben, die ganze Erdbevölkerung wird sich jetzt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr impfen lassen müssen. Das ist zwar eine wichtige Schutzmaßnahme, weil es doch illusorisch, die Impfrate wird ja immer mehr abnehmen, realistischerweise. Außerdem wird auch niemand wollen, dass wir im normalen täglichen Leben die ganze Zeit eine Schutzmaske aufhaben müssen, zumindest in Innenräumen. Das kann ja nicht eine Langzeitstrategie sein. Wir müssen doch endlich mal überlegen, wie wir mit diesem Virus leben. Und zwar möglichst vernünftig. Dann hoffen wir alle, dass dieses Virus dann doch irgendwann besiegt wird oder dass es sich doch abschwächt. Aber wir sind wenigstens darauf vorbereitet, wenn das nicht der Fall sein sollte. Und wir tun etwas, dass dieses Risiko einer superresistenten Mutante mit möglichst geringer Wahrscheinlichkeit auch wirklich eintreten wird. Das heißt, wir halten die Inzidenzen vernünftig tief. Und der Kern von dieser Langzeitstrategie ist natürlich nicht nur das Impfen und das Contact Tracing, sondern es sind auch technische Schutzmaßnahmen im Zentrum. Das heißt dann technische Schutzmaßnahmen. Obwohl das Virus da ist, wird die Möglichkeit eingeschränkt, um bildlich zu sprechen, dass es sich ausbreiten kann. Exakt. Wir suchen nicht ein Leben ohne Ansteckungsrisiko. Wer das sagt, der vermittelt wieder eine Illusion. Das wollen wir nicht, weil dann müssen wir alles Mögliche verbieten und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass uns Aktivitäten verboten werden. Vielleicht gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber das ist nicht das Ziel. Das wäre ein Scheitern von Schutzmaßnahmen. Sondern wir müssen damit leben, dass ein Virus in einem Raum sein kann. Aber es ist ja nicht so, dass wir wegen einem Virus angesteckt werden, sondern es braucht wahrscheinlich 500 bis 1000, vielleicht 200 Viren, aufgenommene, quasi lebendige Viren, bis eine Ansteckung ausgelöst wird. Also das heißt, wir müssen einfach damit leben, dass es in einem Raum auch mal SARS-CoV-2-Viren haben kann. Aber die Konzentration dieser Viren im Raum muss genügend tief gehalten werden, sodass zum Beispiel
bei der entsprechenden Aufenthaltsdauer eben diese minimale Infektionsdosis, das heißt die minimale Anzahl der aufgenommenen quasi lebendigen Viren, nicht überschritten wird. Das ist ja eigentlich das Ziel. Mhm. Das ist also, auch der große, die große Wirkung der technischen Schutzmaßnahmen. Also wenn man alle Maßnahmen, um mit dem Virus leben, wir müssen damit leben, wenn man die alle aufzählt, das wären erste Priorität mal impfen, Schutzmasken, zähl alle dein Szenario mal auf, was es alles braucht, damit wir einigermaßen vernünftig mit unserem Kollegen Corona leben können oder müssen. Also das sind ja die vier Übertragungswege. Indirekte Luftübertragung, direkte Luftübertragung, indirekte Kontaktübertragung, direkte Kontaktübertragung. Die müssen wir alle behandeln. Und direkte Kontaktübertragung heißt also Hände schütteln, umarmen, Küsschen geben. So, das heißt, das sollten wir eigentlich ja mit unseren Partnern natürlich und mit unseren Familienmitgliedern weiterhin machen, ist ja klar. Aber ob das noch weiter so möglich sein wird in der fernen Zukunft, weiß ich nicht. Aber vorderhand sollte man eben uns daran halten. Also die indirekte, das bleibt, hä? So, hallo. Ja, nicht so. Ich meine, ja, vielleicht kann man das auch ein bisschen weiterentwickeln, dass es ein bisschen lebendiger wird und ein bisschen erfreulicher wird in allen möglichen Facetten. Man kann ja einander auch die Füße sagen wir, berühren oder sonst was. Mhm. Gut, genau. Die indirekte Kontaktübertragung, das sind zum Beispiel das Thema Türklinken. Das heißt also, viel angefasste Oberflächen müssen einfach regelmäßig desinfiziert werden und die Hände müssen regelmäßig desinfiziert werden. Das ist wichtig. Das schränkt uns jetzt wirklich nicht viel ein. Dann kommen wir zur direkten Luftübertragung. Direkte Luftübertragung bedeutet also, das Virus fliegt direkt vom infektiösen zur anfälligen Person. Das können große oder kleine Aerosolpartikel sein. Das kann über ballistische Luftbahn sein oder es kann einfach durch die Strömung der Luft sein. In der Raumluft zum Beispiel. Da hilft der Mindestabstand zum Beispiel. Oder wenn man den nicht einhalten kann, dann helfen hier transparente Trennwände mit umlaufender Schutzkante. Das ist etwas vom Wirksamsten. Gegen die indirekte Luftübertragung, das heißt also, jemand stößt Viren aus. Die Viren sind ja immer in Aerosolpartikeln eingebettet. Achtung, bei diesem Virus ist es nicht so, dass die einzelnen Viren ausgestoßen werden, sondern die sind in Aerosolpartikeln eingebettet. Die werden ausgestoßen, verteilen sich in der Umgebung und jemand anders atmet die ein. Nicht auf dem direkten Weg. Und dagegen hilft natürlich Lüften, Lüftungsanlagen und wenn das nicht genügend, wenn da die Luftwechselzahl nicht hoch genug ist, müssen als Zusatzmaßnahme Luftreiniger installiert werden. Da haben wir jetzt ja eigentlich auch noch ein interessantes Video auf unserem Kanal von Professor Dr. Christian Kehler, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt hat und in der Süddeutschen Zeitung hat man ihn massiv diskreditiert. Ja, also so eine seriöse Zeitung wie die Süddeutsche Zeitung hat den Professor Kehler in ihrem Artikel diskreditiert. Das heißt, man hat sein Vertrauen in der Öffentlichkeit untergraben, gezielt untergraben. Dieser Artikel ist fehlerhaft in vielen Stellen, er ist tendenziös und er ist rufschädigend. Und das sollten sich die Autoren und Autorinnen und die Süddeutsche Zeitung schämen, dass sie so etwas machen. Ich kann mir das nur so erklären, das sind versteckte Absichten, die dahinter waren, diesen Artikel so zu formulieren. Und weil sonst kann ich mir das nicht erklären. Und ich finde das absolut schlecht, weil wir haben ein großes Problem. Die Spaltung in der Gesellschaft wird zunehmen. Die psychische Belastung in unserer Gesellschaft wird zunehmen. Wir sollten aufhören, einander persönlich zu beleidigen, zu diskreditieren, nur weil der andere eine andere Meinung hat. Mhm. Nur weil man das Gefühl hat, ja, der andere macht etwas, was man nicht gut findet. Dann sollte man wieder auf die seriöse Schiene zurück,
sollte möglichst viel faktenbasiert argumentieren und sollte sachlich bleiben. Zusätzliche Punkte in der Langzeitstrategie sind dann noch die folgende zum Thema Testen. Großflächiges Testen nach einem Ausbruch in einem Ort oder in einer Region, das ist wichtig. Punkt 2, systematisches Testen bei Grenzübertritten, und zwar mit Schnelltests, abhängig der Situation, siehe unsere Episoden 1 und 2. Weiterer Punkt, repetitives Testen, zum Beispiel in Schulen. Das kann möglicherweise mit technischen Schutzmaßnahmen reduziert werden. Das muss getestet werden, im wahrsten Sinn des Wortes. Weiterer Punkt, repräsentatives Testen der Bevölkerung in regelmäßigen Abständen, also nicht großflächig präventiv. Dann nur noch genügend hochsensitive Tests zulassen. Es gibt einen Druck auf die Hersteller. Und zum Thema Gratistests gelten folgende Regeln. Zusätzlich zur früheren Episode, alle Tests im Zusammenhang mit Contact Tracing sollen gratis sein, auch für Leute, die nicht genesen sind und nicht geimpft sind. Weiteres Thema zur Langzeitstrategie, Schutzmasken für Innenräume. Es sind dann keine Schutzmasken in Innenräumen notwendig, falls hochwirksame Schutzmaßnahmen sowohl gegen die indirekte wie auch gegen die direkte Luftübertragung vorhanden sind. Also ganz konkret, keine Schutzmasken sind notwendig, falls genügend intensive Lüftung und Luftreiniger in Betrieb sind, also genügend hohe Luftwechselzahl wird erreicht, logisch. Und der Mindestabstand wird eingehalten oder großflächige Trennwände mit umlaufender Schutzkante sind vorhanden. Falls nur eine oder keine der vorgenannten Bedingungen erfüllt ist, dann braucht es in Innenräumen FFP2-Schutzmasken. Zu Schutzmasken in Außenbereichen, falls die wirklich frei sind, also keine großflächigen Überdachungen oder Wände, dann gilt Hygienemasken der Kategorie 2 oder 2R, die sind in Ordnung, aber nur dann braucht es solche Schutzmasken, falls der Mindestabstand unterschritten wird und keine Trennwände vorhanden sind. Nächstes Thema in der Langzeitstrategie ist das Contact Tracing. Das besteht aus Testen, Isolation, Kontaktpersonen, Nachverfolgung und Quarantäne. Das muss schneller erfolgen und es muss die Elemente Selbstisolation, Selbstquarantäne beinhalten. Wobei Isolation und Quarantäne, ja, ist einfach das Ziel, dass sie nicht mehr so konsequent angewendet werden müssen. Beim Wildtyp war man noch zuversichtlich, dass man das nicht braucht mit den technischen Schutzmaßnahmen. Ob das bei Delta auch so ist, muss überprüft werden. Dann braucht es Verpflichtung zu Schutzkonzepten und das Verhalten der Bevölkerung muss entsprechend vorsichtig sein. Und bezüglich der Zertifikatsregel und 3G-Regel, das muss konsequent angewendet werden. Das heißt, auch bei Grenzübertritten muss es auch wirklich kontrolliert werden. Das war bei mir in der letzten Flugreise nicht der Fall. Das soweit die Punkte zur Langzeitstrategie. Und auch von, das heißt mit dem Virus leben. Ne? Das heißt mit dem Virus leben. Und von den Entscheidungsträgern und Experten erwarte ich natürlich, dass sie jetzt endlich anfangen, in Szenarien zu denken, in mehreren Szenarien und sich entsprechend vorzubereiten und nicht nur dem politischen Druck einiger Parteien und Politiker nachgeben, und einfach dann irgendwie schön Wetterprognosen abgeben. Da kommt ja jetzt das Schlagwort Freedom Day. Also da wird ja nur eine Erwartungshaltung geweckt. Ich appelliere an alle Entscheidungsträger, nicht nur kurzfristig zu denken, sondern auch mittel-längerfristig Verantwortung zu übernehmen, auch hinzustehen, auch unangenehme Dinge vertreten zu müssen, aber sachlich, fachlich. Eben dazu ein interessantes Video. Du bist bei deinen Maßnahmen, glaube ich, noch nicht ganz am Ende. Eben diese Lüfter in Schulzimmer braucht es, in Büroräumen einfach diese allein Fenster öffnen und lüften reicht nicht. Das braucht technische Maßnahmen, wo sich viele Menschen aufhalten. Was hast du noch für Maßnahmen, mit denen das Virus eingedämmt werden kann? Also die Lüftungsanlage, das ist ja immer auch ein Thema, aber wir reden ja hier von Luftwechselraten von wahrscheinlich mit Delta in der Größenordnung von 8 pro Stunde. Das heißt, man muss in Innenräumen,
das gesamte Raumvolumen 8-mal pro Stunde umwälzen, circa, damit die Aerosolpartikelkonzentration im Raum genügend tief gehalten werden kann und damit auch die Virenkonzentration genügend tief gehalten werden kann. Und praktisch keine Lüftungsanlage, keine Klimaanlage, praktisch keine erfüllt das. Und dann ist es einfach so, die älteren Anlagen, die noch über einen Umluftteil verfügen, da muss die Umluft abgestellt werden. Und die Fensterlüftung erbringt bei vielen Randbedingungen bei weitem nicht die Luftwechselzahl, die eben notwendig ist. Und deshalb braucht es eben zusätzliche Maßnahmen wie die Luftreiniger. So, das ist aber ganz wichtig. Und dann braucht es natürlich das klassische Contact Tracing. Und das muss genügend schnell funktionieren. Das funktioniert zu wenig schnell. Da müssen auch technische Mittel wie die App müssen da auch eine größere Rolle spielen, obwohl man natürlich den Datenschutz einhalten muss. Man muss auch über andere technische Apps nachdenken, dass man zum Beispiel wie in Südkorea oder in Taiwan dann auch eine Meldung kriegt, ja Achtung, hier habe ich jetzt einen Raum, eine Situation, da gibt es jetzt ein Infektiös oder da ist jetzt eine Gefahr da. Man muss einfach alles tun, um möglichst der gesamten Bevölkerung das Vertrauen zu geben. Wir müssen das Vertrauen erhalten, auch denjenigen, die vorsichtiger sind und ängstlicher sind, dass das normale Leben mit Schutzmaßnahmen wieder ein nur geringes Ansteckungsrisiko bedeutet, dass man das auch machen kann. Wir müssen das Vertrauen behalten. Okay, Vertrauen heißt auch, was ganz schwierig ist momentan in dieser Situation, das Vertrauen sinkt, weil die Maßnahmen eben nicht greifen, weil es jetzt wiederkommt. Aber ich glaube, da führt kein anderer Weg daran vorbei, dass alle Maßnahmen, die man im Möglichkeitsspektrum hat, auch ausführt, damit dieses Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Und etwas ganz Wichtiges ist, dass man endlich die Techniker in diesen Taskforces und Entscheidungsgremien mit aufnimmt, und zwar direkt. Das ist für mich ein großes Problem. Und ein weiteres großes Problem, die Krisenorganisation ist ungenügend. Direkt unter dem Bundesrat. Das Krisenmanagement ist teilweise ungenügend. Die Krisenkommunikation ist teilweise ungenügend. Das sind drei Elemente, die müssen dringend verbessert werden. Kannst du das auch noch kurz ausführen? Was müsste da besser sein? Ja, also ich hätte auch geplant, mal darüber eine Sonderepisode zu bringen, aber für mich ist der Fall klar, es braucht endlich wieder den Krisenstab unter dem Bundesrat. Dieser Krisenstab ist ja eigentlich nichts anderes wie die Generalsekretäre der Departemente, also der Ministerien quasi, sind darin vertreten, plus wichtige Players. Und direkt unter diesem Krisenstab, da braucht es eine übergeordnete Taskforce. Das ist nicht ein Ersatz von der jetzigen Science Taskforce. Da braucht es eine übergeordnete Taskforce. Da sind viele Fachdisziplinen, müssen da drin vertreten sein, damit auch alle Aspekte berücksichtigt werden. Und die müssen dauernd in Szenarien arbeiten, in verschiedenen Szenarien. Eine Taskforce trifft sich regelmäßig und arbeitet konsequent nach Szenarien. Und die Menschen, also die Mitglieder dieses Taskforce, die sind dann verschiedenen Aufgabenbereichen zugeordnet. Also die einen sind kurzfristig, die anderen sind mittelfristige Maßnahmen und die anderen längerfristige. Nur dann stelle ich sicher, dass die längerfristigen Aufgabenstellungen nicht zu kurz kommen, weil ansonsten man sich immer auf die kurzfristigen konzentrieren muss, weil das ist ja das, was einen total beschäftigt, auslastet. Und die Krisenkommunikation zur Bevölkerung, wann hast du das letzte Mal direkt eine Krisenkommunikation von unserer Regierung erhalten? Direkt. Was ja jetzt ist, sind immer Medienkonferenzen, da reden sie zu den Medien. Aber ich erwarte eine direkte Kommunikation auch zur Bevölkerung. Wir reden hier von einer Jahrhundertpandemie, Entschuldigung. Da muss ich doch mal die gewohnten Wege verlassen. Ich muss die Bevölkerung direkt erreichen, mit meinen Worten. Natürlich darf das da nicht eine Gehirnwäscherei werden.
Das muss faktenbasiert sein, mit Einbezug der Fachexperten, auch wenn sie unangenehme Meinung haben. Das ist für mich absolut wichtig. Was bei der Krisenkommunikation auch schlecht in der Regel ist, ist, es gibt viele besorgte, seriöse Bürger, die haben ein Anliegen, sie schreiben. Aber die wenigsten kriegen eine Antwort. Oder wenn sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, schreiben sie zurück, spätestens dann kommt nichts mehr. Die Krisenkommunikation muss unter allen Umständen genügend intensiv in beide Richtungen gehen, sachlich, fachlich. Du hast es angesprochen, das ist ein sehr komplexes Thema, was unbedingt auch angegangen werden müsste. Machen wir das in einer anderen Sendung und vielleicht auch noch den Hinweis zu unseren Zuschauern, falls sie Fragen haben, die Situationen ändern sich ja immer, es geben sich neue Fragen, auch die können gestellt werden, wir probieren sie zu beantworten, auch in einer anderen Sendung. Aber ich möchte mich mal bedanken jetzt fürs Erste und wir schauen diese anderen Themen später nochmal. Danke vielmals.